Oh. Hey Horrorfreaks und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, euch geht's gut, mir geht's ebenfalls gut und willkommen zu dem Spiel A Quiet Basement. Dieses Spiel ist, glaube ich, nicht von diesem Jahr. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Soll aber, oh krass, das habe ich noch gar nicht gesehen. Soll aber ziemlich, ziemlich gut sein. Und ich hatte gerade übelste die WLAN-Probleme. Hier ging gar nichts mehr. Ich konnte nicht mal mein Aufnahmeprogramm benutzen. Und, okay. Ja, aber jetzt scheint es wieder zu funktionieren, Gott sei Dank. Und, ich muss sagen, heute ist ein Scheißtag für mich. Also, WLAN-Probleme. Ich habe ein Spiel geschickt bekommen, was defekt war. Was passiert denn heute noch? Ist das eine Säge? Das ist eine Säge, oder? Ich glaube, so eine Säge hatten wir damals im Werkunterricht immer benutzt. Diese, mit diesen ganz dünnen Blättchen, die dann jedes Mal gebrochen sind. Was ist das hier? Oh, das ist ein Monopoly. Krasses Monopoly. Und Mau Mau, so wie es ausschaut. Okay. Gehen wir wieder hier hoch. Horror-Game. Oh, fuck. Es ist ein PT-Horror-Game. Das ist... Jedes Mal bekomme ich diese Dinger ab. Danke. Ich erwarte Gruseliges. Ich hatte vor, heute Dings aufzunehmen. Aspen. Auch ein neues Horror-Game. Von 2021. Und, ich glaube, es kam im April raus. Und, ich bin leider immer noch nicht dazu gekommen. Leider. Einfach wegen jetzt. Warum ist das hier verschlossen? Ist das von der anderen Seite? Ich hänge. Ach so. Ich habe die Sprinttaste gedrückt. Okay, jetzt glaube ich von der anderen Seite. Boah, aber das sieht schon geil aus, das Spiel, muss ich sagen. Man sieht sofort, dass es einfach mit Unreal Engine gemacht wurde. Genau. Das Game wollte ich dann noch aufnehmen, Aspen. Weiß ich, ich hoffe, das wird heute noch was, weil ich bin tatsächlich auf dieses Spiel gehypt, weil es sehr unangenehm sein soll. Was? Okay. Und, ja. Ich möchte aber auch heute nicht allzu spät aufnehmen, weil ich tatsächlich ab nächste Woche wieder arbeiten muss und ich muss wieder... Yo, fuck it. Ich bin weg. Okay, irgendwas hat dort gegen dieses Ding gehauen, da hinten, was verschlossen ist. Oh Gott. Können wir jetzt hier lang, bitte? Scheiße. Hier ist definitiv jemand mit im Keller. Wir sind hier definitiv nicht alleine. Also ich würde gerne... Ich sehe nicht, was hier steht. Weil irgendwie baller ich die ganze Zeit davor. Das ist irgendwie ein Handy. War das überhaupt in dem Spiel? Hier lang. Okay. Ich weiß tatsächlich nicht, warum ich dieses Spiel nie gespielt habe. Ich habe das gerade zufällig wieder auf itch.io gefunden und ich habe das sehr oft gesehen. Ich weiß aber nie, warum ich das nie gespielt habe.
Jo, was willst du von mir? Warum? Ich hab nicht gefurzt, das war wieder mein Stuhl. Ich will das nur klarstellen. Bevor man denkt hier, oh, der Mensch, du bist ein Schwein oder so. Ist hier irgendetwas, was wir brauchen? Oh Gott. Waren wir das? Ja, wir sind dagegen gelaufen. Aber das ist doch... Oder ist hinter ein richtiger Raum? Ich glaube, da ist noch ein extra Raum. Oder? Können wir mit der Schere irgendwas machen? Wir haben Schlüssel. Schlüssel, hi, hallo? Kann ich mit dem Schlüssel was machen? Nein. Kann ich nicht. Oder? Ach doch! Ich kann den durch Zoomen aufnehmen. Okay, das ist cool. Das ist cool. Okay, got it. Got it. Okay. Ich habe mich nämlich gerade schon gefragt, aber... Perfekt. Ich dachte gerade, das wäre so ein Wall-E. Oh! Oh Gott. Okay. Das hat mich sehr erschrocken. Oh Gott, ich glaube, ich habe mir in die Hose gemacht. Ohne Scheiß. Puh. What the fuck? Was ist das hier? Die Texturen sind auch super gemacht, oder? Mega. Was ist das hier für ein Raum? Sieht aus wie eine Abstellkammer. Okay. Ist da wieder ein Schlüssel oder so? Ich muss sagen, ich habe mich gerade total erschrocken. Oh krass, hier geht's noch weiter, das habe ich gar nicht gesehen. Okay. Gut. Boah, ich zitter immer noch, weil ich mich gerade so erschrocken habe. Ich habe damit wirklich im Leben nicht gerechnet. Aber ich sag ja, deswegen sage ich es jedes Mal, PT Horror Games sind einfach mit Abstand die gruseligsten Games. Ich weiß nicht wieso, aber ich finde die generell immer übelst gruselig. Jetzt gucken wir mal hier, ob es hier irgendwas Neues gibt. Scheint nicht so zu sein. Hier ist wohl auch nichts Neues. Ich bin fasziniert gerade von der Grafik tatsächlich. Also, das sieht gut aus. Da sieht man, dass man sich ziemliche Mühe gegeben hat hier auf jeden Fall. Props auf jeden Fall an den Entwickler. Oder an die Entwickler. Aber da wir ein... Also, da ich ein YouTube-Kanal bin, der sowas unterstützt, wage ich es auch zu sagen, natürlich, EntwicklerInnen. Also gendern, ganz wichtig. Also ohne Scheiß. Sehr wichtig. Okay, was war das gerade? Was ist hier gerade aufgegangen? Irgendeine Tür oder so? Oh fuck my life, du blödes Viech. Was war das? Gerade voll erschrocken. Tatsächlich nicht viel. Ja.
irgendjemand irgendwas eingeschlagen, glaube ich. Können wir jetzt die Tür benutzen? Ist das ein Spiegel oder so? Ist, glaube ich, ein Spiegel. Ich dachte gerade, da ist einer dran vorbeigelaufen, aber... Okay. Puh. Die Tür geht natürlich nicht auf. Okay. Ist hier irgendwas? Nein. Aber das ist so ein... Holy fuck. Sieht nicht gut aus. Aber wenigstens ist es Zauberwasser. Es plätschert auf dem Boden, aber wird nicht mehr. Gott sei Dank. Da haben wir ja nochmal Glück gehabt. Oh Gott, ist das dunkel. Wait, das ist sehr dunkel. Oh, nein. Bin einfach nur hier reingelaufen. Ups. Mein Fehler. Aber jetzt mal Real Talk, das Spiel ist schon irgendwo ein bisschen sehr dunkel. Denn ich weiß meistens gar nicht, wo ich hinlaufe. Jetzt brauchen wir wieder irgendwie einen Schlüssel oder so? Habe ich wieder nicht richtig geglotzt? Wir brauchen doch safe einen Schlüssel. Aber hier ist kein Schlüssel. Da auch nicht. Hier. Oh. Ja. War ja wieder so klar. Ach Mann. War wieder richtig klar. Okay, die Tür ist auch so auf ohne Schlüssel. So, das hat jetzt aber keinen Sinn ergeben, die Tür war auf, wir müssen sie trotzdem nochmal aufschließen. Gott. Ich hab wirklich Schiss, auf jedem Jumpscare hier zu. Oh. Was? Warte mal. Da geht's irgendwo... Da geht's irgendwo hin. Oh, krass. Okay. Gut zu wissen, aber das Ding ist, wir haben keine Lampe oder so. Deswegen wird's, glaube ich, schwierig, da lang zu gehen. Falls man da auch wirklich lang kann. Ansonsten würde ich erstmal umgehen. Ich habe so eine Vorahnung, dass gleich irgendwas Schlimmes passiert. Warum ist die Tür hier eigentlich immer auf? Jo. Jetzt ist es komplett dunkel. Und alles voller Wasser. Wegen dem kleinen Rohrbruch, den wir haben. Ja, was für? Jetzt ist es abgeschlossen. Ach, fuck you, Spiel. Du bist unfair. Ist hier wieder irgendwo ein Schlüssel und so? Ich habe den nicht gesehen. Wie wir wissen, kann sowas ja jetzt mittlerweile schnell passieren. Tada. Oh Gott! Oh fuck, my life! Oh fuck! Oh fuck, oh fuck, oh fuck! Oh fuck, oh fuck, oh fuck! Oh fuck, oh fuck, oh fuck! Oh fuck! Oh shit! Das war extrem laut. Oh Gott!
Oh Gott. Machen wir mal kurz eine Pause. Okay, ich bin ready. Oh, wir sind wir ganz woanders wieder? Nee, wir sind immer noch im selben Keller, oder? Ja. What the fuck? Warum sieht das jetzt so gruselig aus? Howdy. Okay. Alles cool. Boah, wir schwimmen ja schon. Das Wasser steigt und steigt. Oh fuck. Oh fuck. Da ist jemand, da ist jemand, da ist jemand. Da ist jemand, da ist jemand. Da ist jemand. What? Typ kennt jemand? What? Wird es noch einen zweiten Teil geben? Wenn ja, dann cool. Ja, meine Lieben, das war das Game Quiet Basement. Ein richtig cooles kleines Horror-Game. Hat sich auch definitiv gelohnt. Wie gesagt, wenn ihr das Spiel auch spielen wollt, geht auf itch.io und downloadet es euch kostenlos. Aber das To Be Continued, das heißt doch eigentlich, vielleicht könnte es noch einen zweiten Teil davon geben. Wir hoffen es, denn ich fand es ziemlich gut. In dem Sinne, meine Lieben, wünsche ich euch einen wunderschönen Abendtag. Keine Ahnung, wann ihr dieses Video schaut. Haut rein, macht was raus und wir sehen uns demnächst zu einem neuen Video. Ciao, Leute.